Hey Leute, habt ihr vor, eine spontane Halloween-Party zu organisieren und wisst aber nicht, was zu tun ist? Wir wollen euch ein paar schnelle Basteltipps, Snacks und Schminkideen für eure perfekte Halloween-Party zeigen. Happy Halloween! Die Geistergirlande. Ich falte ein Stück Alufolie und knülle es zu einem Ball. Hier habe ich schon mal ein paar vorbereitet. Ich nehme eine Serviette und lege den Ball in sie hinein. Macht viele davon und legt sie euch an die Seite. Nachher verknoten wir die Köpfe mit den Bändern. Ich nehme ein langes Band und knote die Geisterköpfe nochmal an das große Band. Ihr könnt sie nun aufhängen. Ich habe sie mit Tesafilm an die Fenster geklebt. Fledermausgirlande. Für die Fledermausgirlande habe ich schwarzes Krepppapier verwendet und schneide dieses mit meiner Vorlage zu. Die Fledermausvorlage habe ich mir aus dem Internet gesucht und ausgedruckt. Nach dem Ausschneiden der Fledermäuse tacke ich alle aneinander, damit sie eine lange Reihe ergeben. Nun benötige ich Löcher, um das Band daran zu befestigen. Dafür benutze ich einen Locher und mache in die Flügel der beiden äußeren Fledermäuse ein Loch. Jetzt kann ich die Schnüre an den gelochten Fledermäusen anbringen. Anschließend kann die Girlande ganz einfach mit Tesafilm an der Wand befestigt werden. Die Mumienteelichter. Für die Mumienteelichter benötigt ihr Verband und wickelt dies um die Teelichter. Um den Anfang zu befestigen, könnt ihr ganz einfach den Knoten machen. Um das Ende zu befestigen, steckt ihr es einfach zwischen den um das Glas gewickelte Verband. Zum Schluss müssen nur noch die Kulleraugen angeklebt werden. Das ist das Endergebnis.